Das Gespenst der Inflation ist eigentlich wie Unkraut. Frühes Bekämpfen hilft immer am besten, doch genau das haben die Notenbanker leider versäumt und heben deshalb umso kräftiger jetzt ihre Zinsen an. Doch wenn die Europäische Zentralbank den Zinsausstieg nicht rechtzeitig schafft, wird am Ende die ganze konjunkturelle Lage hierzulande, aber auch natürlich in der Eurozone, besonders darunter leiden. Der größte Fehler der Notenbanken, und das habe ich schon in diversen Videos hier auf diesem Kanal immer wieder mal erwähnt, war natürlich ihr Urvertrauen, dass die mit der Corona-Krise kommende Inflation nur vorübergehend ist. Denn erst nach langer Verzögerung setzten dynamische Zinsrestriktionen ein, die laut der EZB sogar noch fortzusetzen sind. Doch wie groß sind eigentlich die Risiken, dass ihre Zinserhöhungszyklen zu spät enden? Besteht sogar die Gefahr, dass große volks- und finanzwirtschaftliche Schäden erneut mit massiven Zinslockerungen dann geheilt werden müssen? Wer einen Garten hat, der weiß, dass man Unkraut eigentlich schon frühzeitig in den Griff bekommen muss, da ansonsten seine Beseitigung immer aufwendiger wird. Und genau so ist es eigentlich vergleichbar auch mit einer Inflation. Reagiert man zu spät, kommt es zu Wildwuchs. Und tatsächlich war die EZB lange kein Gartenfreund, da sie hoffte, das Unkraut würde von alleine wieder zurückgehen. Nach Jahrzehnten mit nur mäßigen Preissteigerungen hat man die Inflation nämlich gar nicht mehr auf dem Radarschirm gehabt. Hartnäckig ist vor allem die sogenannte Kerninflation, die viele gar nicht kennen. Und hierfür sind zwei Rundeneffekte mitverantwortlich. Denn höhere Löhne geben Unternehmen ebenso weiter wie natürlich der Staat auch. Hinzu kommt die uns staatlich immer mehr antrainierte Vollkasko-Mentalität. Politiker befürchten, dass Wohlstands- und Wählerverluste münden. So wird mit Subventionen nur um sich so rumgeworfen. Doch leider zielt diese schuldenfinanzierte Staatswirtschaft primär auf den schnellen Konsum ab. Da das Angebot aber nicht entsprechend verfügbar ist, wirkt die Nachfrage eben auch dann verstärkend auf die Inflation. Und auch die grüne Transformation der sogenannten Industriegesellschaft treibt natürlich auch die Inflation mit an. Dekarbonisierung, E-Mobilität, Wärmewende, Digitalisierung verlangen deutlich mehr Energie. Sie aber nicht ausreichend, wenn sie nicht vorhanden ist, auch weil sie im Inland künstlich natürlich verknappt wird. Also muss die teuer natürlich auslandsmäßig eingekauft werden für unser Land. Und angesichts all dieser schweren Geldwertverluste hat die EZB die Reißleine gezogen und von Juli 2022 bis heute die Leitzinsen natürlich dramatisch erhöht. Und die harte Rhetorik der Notenbanken lässt zumindest mal vermuten, dass man der Inflation weiterhin entscheidend entgegenwirken will. So will beispielsweise der Chef der US-Notenbanken nichts von einem Ende der Zinserhöhung zunächst mal wissen. Doch dramatische Zinserhöhungen wirken am Ende des Tages natürlich wie Gift auf völlig überschuldete Volkswirtschaften, die ohne Wachstum noch mehr Schwierigkeiten und Probleme beim Zins- und Tilgungsdienst dann nach sich ziehen können. Zinserhöhungen können in puncto Inflation sogar kontraproduktiv sein. Mit steigenden Kreditzinsen wird weniger in Produktionskapazitäten investiert, was natürlich die Güterverfügbarkeit verknappt und so Preise weiter antreibt. Die Banken und bei Kreditvergaben wegen mangelnder Befähigung zum Schuldendienst ohnehin vorsichtiger. Verhalten sich immer mehr Banken natürlich. Sofern werden weniger neue Immobilien gekauft, was angesichts natürlich auch der Wohnungsnot, die Mietpreisspirale, noch sich weiter nach oben bewegen wird. Man kann also mal zusammenhaltend festhalten, dass sich die Geldpolitik grundsätzlich mit sehr vielen Unsicherheiten konfrontiert sieht. Und ich glaube persönlich, dass die Währungshüter eigentlich doch sehr gut beraten wären, die Nebenwirkung ihrer Zinserhöhung natürlich nicht zu unterschätzen. Denn nachdem die Geldpolitik viel zu spät auf die explodierende Inflation reagiert hat, dann aber zinspolitisch viel Gas gegeben hat, sollten sie jetzt auch nicht zu spät meiner Meinung nach über das Ende der Zinswende nachdenken. Mich würde übrigens an dieser Stelle auch mal ganz persönlich Ihre Meinung dazu interessieren, und zwar ob die EZB die Zinsen zeitnah wieder senken sollte.
Schreiben Sie mir Ihre Ansicht ganz persönlich mal hier unter diesem Video in die Kommentare. Schützen Sie ruhig Ihr Herz aus und schreiben Sie mir, was das Zeug hält. Und abschließend habe ich Ihnen hier mein letztes Video zum Notenbankskandal mal mit verlinkt, was ich Ihnen auch sehr mal ans Herz lege, sich vielleicht doch mal anzuschauen. Also einfach draufklicken und sich anschauen. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir schauen trotzdem nach vorne. Ihr Klaus Oppel.